Herr Glöckler, seit Jahren eine feste Größe in der Modewelt, jetzt auch unter die Literaten gegangen. Von welchen Gefühlen war das so begleitet, jetzt auch mal ein Buch zu schreiben über sich selbst? Ach, wenn Sie, ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken. Der Auslöser war, dass viele Kundinnen, viele Damen auf der Straße gesagt haben, Mensch, kann ich eine Biografie von Ihnen haben? Wir würden gerne ein bisschen mehr erfahren. Und dann kam Lübbe auf mich zu, beziehungsweise auch meine Agentur. Man kam ins Gespräch und sagte, lass uns doch eine Biografie machen. Und ich sagte gleich, wunderbar, gerne, warum nicht? Und jetzt bin ich so ein Mensch, es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, jetzt werden wir mal Autor oder jetzt, sondern ich habe dann einfach begonnen zu schreiben. Es hat mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich schon am nächsten Buch bin, kräftig am Schreiben bin. Und wissen Sie, ich muss mir nicht immer so ein, ich bin ein Macher und ich muss mir jetzt nicht immer ein Prädikat anheften. Also ich brauche jetzt keine Visitenkarte, auf der steht Harald Glöckler, Regisseur, Modemacher, Maler, Bildhauer, Autor. Und ich bin einfach Harald Glöckler, das reicht. Mehr brauchen wir nicht, das muss reichen. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich freue mich sehr, dass ich in so, hätte ich gesagt, Illustra, aber Hochkarätegesellschaft wie Ken Follett bin und dass ich hier am Stand bin bei Lübbe. Das ist wirklich ein ganz toller Verlag, eine tolle Familie, hätte ich fast gesagt, weil man sich so familiär auch aufgenommen fühlt, sehr professionell, ein sehr professionelles Arbeiten. Ich freue mich, dass ich in Frankfurt bin, auf der Buchmesse, die ja eine Sensation ist und eine Institution ist und sehr, sehr, sehr wichtig. Und deshalb bin ich begeistert, auch vor allem über den ganzen Aufruhr über mich. Ich meine, ja, ich habe jetzt mein Leben halt mal geschrieben, aber das kam sehr gut an bis jetzt, weil was an Journalisten Rezensionen und Kritiken kam, war meistens, dass sie sagen, mein Gott, mal ein Buch, in dem nicht so mit Dreck geschmissen wird, ein Buch, das interessant ist. Und sie waren verblüfft über die Ehrlichkeit, das hat mich wieder verblüfft. Wir sind verblüfft über die Ehrlichkeit ihres Buches, weil ich habe dann gedacht, haben die anderen Unehrliche geschrieben oder was ist los? Aber das ist, denke ich, das Wichtige, auch wenn ich mich bereit erkläre, ein Buch über mein Leben zu schreiben und die Menschen teilhaben lassen möchte, dann muss ich das auch wirklich tun. Dann kann man nicht sagen, über das erzähle ich, davon rede ich nicht, sondern ich finde, dann sollte man schon auch so einen Abriss des Lebens da hineinbringen und es aber auch ein bisschen amüsant machen. Es soll ein bisschen Ratgeber sein, es soll ein bisschen ablenken vom Alltag und auch mal mit einem kleinen Augenzwinkern, aber auch mit Ernsthaftigkeit. Harald Glöckler als Macher ist ein großes Thema, aber es gibt auch einige Passagen, die nicht nur so zur Heiterkeit beitragen. Da muss man ein bisschen schlucken. Ist Schreiben über ein Selbst auch so ein bisschen Therapie, Selbsttherapie? Ich habe es nicht gemacht, weil ich eine Therapie machen wollte. Also es ist natürlich immer ein Stück Verarbeitung, das ist klar. Aber es ist auf jeden Fall schwierig, das alles wieder vorzuholen, denn das hat man ja, wie ich auch geschrieben habe, ist ja wie ein Sumpf und dann müssen sie wieder drin wühlen und dann müssen sie wieder, denn man hat ja einen großen Teil verarbeitet, zum Glück, aber ein Stück hat man natürlich einfach auch nur vergraben, ja. Wissen Sie, so wie die Hunde die Knochen vergraben oder die Eichhörnchen die Nüsse, habe ich auch ein paar Sachen vergraben, die habe ich wieder herausgeholt. Am Ende war es gut, weil man natürlich wieder auch ein Stück weiter loslässt, aber ich kann Ihnen nur sagen, es war in Wirklichkeit schlimmer, als ich es geschrieben habe. Es war dramatischer, aber ich wollte keinen Thriller schreiben. Ich wollte die Menschen auch nicht überstrapazieren, denn jeder hat seine Probleme und seine Sorgen. Es soll ja jetzt nicht ein Buch sein, sei es der arme Herr Harald, das arme Kind und mein Gott und dein ganzen, da müssen wir einen Thriller machen. Deshalb habe ich versucht, immer auch wieder Abwechslung reinzubringen, diese Geschichten, diese Visionen. Und das, denke ich, ist auch gut gelungen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich diese Kindheit schreiben, die ein Jahr geprägt hat, die der Auslöser für alles war und die auch Menschen sagen soll, vielen Frauen, die selber aus schwierigen Verhältnissen kommen, vielen Kindern, glaube an dich, glaube an deine Visionen, an deine Träume, setze sie um und jeder Tag ist ein neuer Tag, du kannst immer wieder neu starten und es gibt sowieso nur jetzt, gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da und jeder hat die Chance, es zu schaffen und den Mut möchte ich den Damen machen. Und das ist auch der Grund mit dieses Buches. Was ist denn das aus Sicht von Harald Glöckler das Beeindruckendste an Harald Glöckner? Dass ich mich nicht selber nicht so sehr beeindrucke, das ist das Beeindruckendste. Dass ich von mir nicht so sehr beeindruckt bin. Aber ich denke, dass
nicht beeindruckend sind, sondern das Wertvollste ist nicht nur die Mode, die ich den Menschen gebe, sondern eigentlich meine Lebensfreude, die ich mitbekommen habe. Das ist vielleicht auch das Beeindruckendste. Dafür kann ich nichts. Dass die Lebensfreude, diese überschäumende Lebensfreude, die man mir geschenkt hat, die höhere Macht, Gott, der Kosmos, mitgegeben haben, ohne die wäre das Buch nicht zustande gekommen, ohne die wäre ich hätte ich den Weg nicht gemacht, ohne die wäre ich vielleicht zugrunde gegangen, und die möchte ich weiterleiten und sagen, lasst euch nicht unterkriegen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, und meine Großmutter sagte immer, das Wichtigste ist, dass man im Leben den Humor nicht verliert, und da denke ich, ist schon was dran. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie arbeiten schon wieder an was Neuem. Was liegt Ihnen so auf der Seele? Was wollen Sie noch loswerden? Naja, mehr Ratgeber. Noch Ratgeber, Lebensweisheiten. Ich habe viele Lebensweisheiten zu bieten. Ja? Lebensweisheiten und den Frauen noch mehr Tipps geben, aber auch wie kann man tricksen, wie kann man sich schön machen, wie kriegt man die Männer dahin, wo man sie haben will. Aber auch ernsthafte Themen, vor allem eben, wie kriege ich überhaupt raus, was für Wünsche habe ich, das ist das Wichtigste, wie erreiche ich sie, und eben immer aus meiner Erfahrung rausheben, was kann ich machen, um mir das Leben schöner zu machen. Aber der Hauptpunkt ist natürlich du bist eine Prinzessin, und eben, wie machen Sie das, wie entdecken Sie die in sich, wie fördern Sie sich, wie kleidet sich eine Prinzessin und wie kommt man durchs Leben als Prinzessin, und glauben Sie mir, Prinzessin Anne hat es auch nicht immer so einfach, ja, im Leben. Und die Queen muss auch kämpfen, ist auch nicht jeder Tag alles so einfach. Und das alles in dem Buch sind so Weisheiten, wo ich sage den Frauen, come on girls, und let's do it. Und da bin ich jetzt gerade dran. Es ist ja erst am Anfang, ich habe also schon viel geschrieben. Aber es geht einfach natürlich, es ist hauptsächlich für die Frauen. Und ich will ihnen Mut machen und sagen, nimm das Leben als Geschenk an, ja. Auch wenn es manchmal schwierig ist, aber es ist mit Liebe geschenkt worden. Davon gehe ich mal aus. Sie schenken das mit Liebe, und alles, was mit Liebe geschenkt wird, ist mal nicht schlecht, sondern gut. Sie können sich also, wenn das jetzt nur halb so erfolgreich wird wie das aktuelle Buch, daran gewöhnen, hier Dauergast zu werden auf der Frankfurter Buchmesse? Ich kann mich wunderbar daran gewöhnen. Und Herr Glückler hat noch eine andere Angewohnheit, ob die gut ist oder schlecht, das müssen Sie selber entscheiden. Wenn ich was anfange, dann wird das exzessiv gemacht. Wenn ich Bilder male, werden Bilder gemalt. Wenn ich Bücher werden Bücher geschrieben. Und ich finde es ganz toll, das Bücher schreiben. Und ich habe mir gedacht, weiß auch nicht, aber so 50 Stück könnte ich schon noch schreiben, dann dass ich mal so ein eigenes Regal mache. Also wir bleiben dran. Über Tanzen vielleicht auch mal? Vielleicht mal auch über Tanzen, vielleicht auch mal über Sex, ja. Alles, was so anliegt, ja. Und vielleicht auch mal über Männer, ja. Da könnte ich viel schreiben. Ich wünsche dazu alles Gute. Vielen Dank für die Zeit.